weiss, es ist ein Zeitchen her seit dem letzten Video. Aber wie ihr seht, bin ich weiterhin fleissig nach dem Trainieren. Das Ganze hat eigentlich nur zwei Gründe. Erstens ist es am Abend auch immer viel zu dunkel, um irgendetwas aufzunehmen. Und zweitens bin ich immer wieder ein bisschen verletzt gewesen. Aus dem Grund habe ich meine Trainingsintensität und Trainingsumfang extrem reduziert. Ich bin weiterhin noch gelaufen, aber einfach wirklich nur noch so einen Regenerationsläufe gemacht. Seit meinem letzten Video sind doch knapp 360 km laufen noch dazwischen. Also dort habe ich von ganz kurzen Läufen, die intensiver waren, bis zu 30, km bewältigt. Ist meistens gut gegangen, teilweise eben, wie gesagt, ein bisschen Schmerzen gehabt. Jetzt zur Zeit versuche ich mich an den Marathonbedingungen möglichst anzupassen, was die Verpflegung anbelangt. Kilometer 3 lasse ich, wenn es nicht zu heiß wird, aus. Kilometer 7, wo wir jetzt gerade etwa dran sind, gibt es erst einmal ein bisschen Wasser. Normalerweise renne ich die Longruns mit einer Herzfrequenz von etwa 145 und das rum. Aber jetzt bin ich gerade das Bild beim Schmiedhof, zu einem Bauernhof, von einem Hund fast angegriffen worden. Und da ist mein Puls mal schnell auf 167 hochgejagt. Das ist gefährlich. Wir sind bei Kilometer 12, es ist wieder Zeit für einen Schluck Wasser. Power Shell, Strawberry Banana, Kilometer 15,5. Kilometer 19, ein Schluck Powerbar ist active. Kilometer 22,2, wieder Zeit für einen Schluck Wasser. So, jetzt habe ich noch einmal es ist so active völlig. Und das wird bei 40 km 25 getrunken und dann bin ich hoffentlich schon bald hier. Kilometer 25, letzter Drink. So, somit ist das Training offiziell beendet. So, das wär's vom heutigen Trainings-Update-Video, wie man das auch immer nennen möchte. Also eigentlich von gestern, weil den Rennpart habe ich gestern aufgenommen und heute einfach den Rest und das Ganze dann noch geschnitten. Wie ihr gemerkt habt, bin ich immer mehr außer Atem gewesen mit dem Video. Das hat den einfachen Grund, weil ich die zweite Hälfte eigentlich versucht habe, ein bisschen schneller zu rennen. Wie ihr seht, ich bin weiterhin dran am Trainieren. Ich hoffe, ich kann weiterhin auf euch zählen. Das motiviert mich natürlich auch mehr. Und die schlechte Qualität von dem Video hat einen ganz einfachen Grund, weil ich das Ganze mit dem iPhone aufgenommen habe. Ich habe noch das iPhone 6 oder das iPhone 6 Plus oder nein, 6S. Das hat zwar vorne eine Full-HD-Kamera, aber nein, hinten eine Full-HD-Kamera, aber vorne hat es leider nur 720 Pixel.